Haben Sie als Anleger eigentlich den Meme-Stock-Trend mitgemacht? Haben Sie Geld mit GameStop, AMC Entertainment und Co. verdient oder verloren? Oder haben Sie die Aktien vielleicht sogar auch noch im Depot? Es ist ja doch etwas ruhig geworden um diese Titel. Guter Zeitpunkt also, sich das Ganze mal mit etwas Abstand anzusehen. Wir sind es ja mittlerweile gewöhnt, Aktien in zwei Klassen einzuteilen. Normale Aktien auf der einen Seite und die Meme-Stocks auf der anderen. Also diejenigen Aktien, die durch virale Verbreitung über irgendwelche Communities wie Reddit von immer mehr Leuten gekauft werden und typischerweise dann als Angriff auf Shortseller auch angelegt sind. So, in der Historie der Börse ist es allerdings bisher immer so gewesen, dass noch jede Aktie letztlich nur an einem Kriterium gemessen wurde, nämlich wie viel Gewinne erwirtschaftet das Unternehmen jetzt und wie viel wird es in der Zukunft erwirtschaften. Und irgendwann wird es auch wieder mal so sein, dass auch die Meme-Stocks an diesem Kriterium sich mal wieder messen lassen müssen. Schauen wir uns das Thema heute mal genauer an. Und ich habe Ihnen zum Start mal die Liste der am höchsten geschorteten, aktuell am höchsten geschorteten US-Aktien mitgebracht. Ganz oben steht da eine Big Five Sporting Goods, also ein Verkäufer von Sportartikeln. Hat eine Leerverkaufsquote im Verhältnis zum Float aktuell von 41,9%, also doch ein ordentlicher Batzen. Wenn man dann hier so runtergeht entlang der Liste, dann habe ich Ihnen ganz unten die GameStop und die AMC Entertainment mal mit abgetragen und die sind doch mittlerweile relativ abgeschlagen mit Leerverkaufsquoten von 17,8 und 12,2%. Schauen wir uns AMC mal genauer an im Chart. Also in grün sehen Sie hier den Kursverlauf seit dem Januar 2020 und unten die Entwicklung des Short Interests. Und hier sind wir sozusagen von dem hohen Niveau, also von bis zu knapp 50% auch wieder ordentlich runter. Damals hat es die Reddit-Community geschafft, hier einen ordentlichen Squeeze zu erzeugen. Und was ist dann danach passiert? Es gab eine mehrmonatige Konsolidierung. Also hier hat sich das Ganze verengt und irgendwann gab es dann einen Ausbruch nach oben. Und man hat es tatsächlich nochmal geschafft, bei knapp unter 25% Leerverkaufsquote nochmal nach oben zu squeezen. Und jetzt sind wir erneut in so einer Phase, wo sich sozusagen der Kurs verengt und beide Lager sich sozusagen belauern und gucken, wo es jetzt hingeht. Und rein vom Chart her ist aktuell sozusagen gerade nach Süden hin die Lage kritisch. Denn wir drohen sozusagen hier dieses Mal vielleicht erstmals nach unten wegzukippen. Die Ausgangssituation ist jedenfalls nicht mehr so toll für die AMC-Anleger wie damals, denn die Leerverkaufsquote ist deutlich niedriger und die Bewertung ist natürlich um ein Vielfaches höher. Und wenn wir da mal versuchen, fundamental uns zu nähern einer AMC, dann ist das natürlich ziemlich schwierig aufgrund der Geschäftsumstrukturierungen. Aber grundsätzlich ist es so, hier mit Schätzungen bis ins Jahr 2023, dass das Unternehmen noch keine Gewinne erzielen wird. Wir werden zwar umsatzseitig wieder an vergangene Jahre anknüpfen können von 5 bis 6 Milliarden Dollar, aber es stehen ja auch 18 Milliarden Dollar Market Cap schon mal auf der Waage. Heißt also, wir sind hier absolut sportlich bewertet mit doch einer Menge Rückschlags- und Enttäuschungspotenzial. Dazu der Chart, der ziemlich weit oben ist und eine Menge Kleinanlegern, die drin sind, weil sie irgendwie hoffen, dass es vielleicht nochmal zum Squeeze nach oben kommt. Das ist schon ein Gemisch, was insgesamt so ist, dass ich nicht auf der Long-Seite gerne sitzen würde. Also ich würde dann nicht gut schlafen können. Also ich bleibe dabei, ich war ja auch noch nie ein großer Meme-Stock-Fan, aber aktuell ist die Situation so, dass es vielleicht auch zeitnah mal zum ersten Mal eine deutliche Bewegung nach Süden gibt. Das ist natürlich ein hochemotionales Thema. Also es gibt viele Leute, die sind schon lange und vielleicht auch immer noch sehr hoch gewichtet in solchen Aktien unterwegs. Und hier kann man sich natürlich auch schnell auf den Schlips getreten fühlen. Aber man muss die Sachen auch mal ganz nüchtern ansprechen. Und hier würde mich vor allem interessieren, wie sehen Sie die aktuelle Lage zu einer GameStop, zu einer AMC oder auch weiteren Meme-Stocks, die jetzt gerade erst aufkommen? Ist da das Potenzial, noch ordentlich weiter nach oben zu squeezen? Oder ist das die Gefahr und die Angst vielleicht auch mittlerweile groß, dass es mal in die andere Richtung geht? Unterhalten wir uns weiter unten in den Kommentaren.